Wenn diese Geschichte, sagen wir, in 50 Jahren erzählt werden sollte, wird sie kein Mensch glauben. So etwas Verrücktes kann es gar nicht gegeben haben, wird man sagen. Und trotzdem ist es so gewesen. Damals, 2020, 2021, dass von einem Tag auf den anderen die Musik verstummt ist, verstummen musste für viele Monate. Gerade noch die vertrauten Klänge, fortissimo, con anima und voller Schwung im Walzertakt, im Marschrhythmus, zur Ehre Gottes oder zum puren Vergnügen. Frühlingsfeste, Hochzeiten, Promenadenkonzerte, Beerdigungen. Und auf einmal diese Stille, als wäre in allen Notenheften aller Musikanten KZ gestanden, Schweigen, Pause. Ohne Zeitangabe, wann die Pause endet, ob sie jemals wieder enden wird. Auf einmal hieß es, Achtung, musizieren, gemeinsames Musizieren kann ihrer Gesundheit schaden. Dass Musik ansteckend ist, Blasmusik im Besonderen, weiß die ganze Welt. Das Virus ist ansteckender, tönte es plötzlich aus allen Lautsprechern. Ein menschenfeindliches, lebensfeindliches, kulturfeindliches Virus ist unterwegs und hat es auf alle abgesehen, die miteinander etwas unternehmen wollen. Feiern, Fußball spielen, tanzen, musizieren. Also raus aus den Proberäumen, runter von den Konzertbühnen. Treffen Sie niemanden. Trefft euch bloß nicht. Und schon gar nicht in Innenräumen, beim Proben, beim Singen, beim Musizieren. Hütet euch vor der Nähe, meidet große Menschenmengen. Bleibt zu Hause, übt allein im stillen Kämmerlein. Irgendwann wird das große TZ, schweigt, aufgehoben werden. Es kann sich nur um Wochen handeln. Achtung, gemeinsames Musizieren kann deiner, eurer Gesundheit schaden und der eurer Mitbürger auch. Und das soll ein Mensch glauben? Wird man sagen, in 50 Jahren, das soll es gegeben haben, auf dieser Welt, in diesem Land, in Salzburg. Da wäre ja die Erde aus der Umlaufbahn geflogen. Das hätte doch das Ende aller Zeiten bedeutet, die ewige Stille. Und man wird die Köpfe schütteln und nachdenken. Und einer wird sagen, irgendwie muss es weitergegangen sein. Sonst wären wir nicht hier. Und könnten wieder der Musik zuhören, so wie früher. Irgendwie muss es weitergegangen sein, damals vor 50 Jahren, 2020, 2021. Still ist es geworden
in unserer Blasmusiklandschaft. Wir alle befinden uns mitten in einer Generalpause mit einer Länge von fast 12 Monaten. Gezwungen zum enormen Verzicht, es wird uns allen schier endlose Geduld abverlangt. Jeder kleinen Erfolgsnachricht folgt eine Hiobsbotschaft auf dem Fuß. Das ist zermürbend, das ist kräfteraubend. Wer hätte sich vor Ausbruch der Pandemie gedacht oder vorstellen können, dass wir in eine derartige Situation geraten? Und was wird man im Rückblick auf die Corona-Jahre 2020, 2021 sagen? Schwere, düstere Zeiten, Wirtschaftseinbruch und so weiter. Ja, aber jetzt richten wir den Blick nach vorne. Vielleicht wird man auch festhalten, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt eine große Rolle gespielt hat und Durchhaltevermögen und dass auch Optimismus aufgekommen ist. Wir alle, auch wir im Blasmusikwesen, können jetzt mitgestalten, was in 50 Jahren über unsere Zeit gesagt werden wird. Sie haben nicht alles im Griff gehabt, aber mit viel Selbstvertrauen haben Sie alles in den Griff bekommen. In diesem Sinne begrüße ich Sie alle herzlichst zur heutigen Online-Generalversammlung des Salzburger Blasmusikverbandes mit Neuwahl. Mein herzlicher Gruß gilt allen Funktionärinnen und Funktionären, allen Musikerinnen und Musikern daheim vor ihren Bildschirmen. Er gilt ebenso unseren Ehrengästen, Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer, Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Heinrich Schellhorn sowie dem Präsidenten des Österreichischen Blasmusikverbandes Erich Riegler, die mit ihren Videogrußbotschaften bei uns sein werden. Live hier im Studio darf ich begrüßen unsere Referatsleitung der Salzburger Volkskultur, Frau Dr. Lucia Luitold, sowie meine charmante Moderatorin Carina Eppenschmantner. Ein besonderer Ehrengast, den Sie bereits kennengelernt haben und wahrscheinlich sogar erkannt haben, ist Walter Müller. Er wird heute mit seiner Wortkunst für den roten Faden sorgen. Ein herzliches Grüß Gott auch dir. Schreiten wir gleich zur Verleihung der Blasmusikpreise, die an jene Musikkapellen vergeben werden, die in den vergangenen 5 Kalenderjahren mindestens an 3 Wertungsspielen, das heißt Marsch- und Konzertwertung, teilgenommen haben. Herzliche Gratulation seitens des Verbandes an alle Preisträger mit ihren Funktionärinnen und Funktionären sowie ihren Mitgliedern für diese besonderen, hervorragenden, vorbildlichen Leistungen bei unseren Wettbewerben. Herzlichst gratulieren dürfen wir. Wir dürfen nun unseren Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Heinrich Schellhorn um seine Videogrußbotschaft bitten. Liebe Musikerinnen, liebe Musiker, ich begrüße euch alle sehr herzlich heute online zur heurigen Jahreshauptversammlung, Generalversammlung des Salzburger Blasmusikverbandes. Am Beginn möchte ich den 6 Musikkapellen gratulieren, die 2020 den Blasmusikpreis gewonnen haben. Das ist die Musikkapelle Bergheim, das sind die Trachtenmusikkapellen in Hof bei Salzburg, Straßwalchen, Oberalm und das ist die Bauernmusikkapelle St. Johann und auch die Musikkapelle in Hochfeld. Herzlichen Glückwunsch an alle Musikerinnen und Musiker dieser Kapellen. Heute kann ich euch nicht viel versprechen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir im Sommer wieder musizieren können, dass wir wieder Musik von euch, liebe Musikerinnen und Musiker, im ganzen Land hören können. Besonders wichtig ist mir die Jugend. Schaut drauf, dass uns die Jugend nicht wegbricht. Deswegen haben wir
das Land Salzburg gemeinsam mit dem Blasmusikverband auch eine neue Fördermöglichkeit mit dem Bildungscheck für junge Musikerinnen und Musiker geschaffen. Und hoffentlich gibt es dann auch das schon traditionelle Konzert der jungen Musikerinnen und Musiker gemeinsam mit den Wiener Philharmonikern während der Festspielzeit. Ich bin zuversichtlich, wir brauchen euch, bleibt auch ihr zuversichtlich. Und ich möchte mich bedanken für die Ausdauer und auch für die viele Arbeit des Blasmusikverbandes mit Heus Rieger an der Spitze. Danke für euer Durchhaltevermögen, für euren Einsatz für die Salzburger Blasmusik. Die Blasmusik lebe hoch! Damals wird man Ihnen sagen, wir 50 Jahren ungläubig erzählen, soll es zu einer erstaunlichen Veränderung im Verhalten der Menschheit auf der ganzen Welt, so auch in Salzburg gekommen sein, auch in der Kultur, der Volkskultur, der Blasmusikkultur. Statt Tuba, Posaunen und Flügelhornklängen war nur mehr das Trompeten der Elefanten zu hören, der Babyelefanten, um genau zu sein. Wenn die Musikkapellen ausgerückt wären, sie durften ja nicht, weil gemeinsames Musizieren angeblich die Gesundheit der Menschen gefährdet hätte, wären auch die Babyelefanten mitmarschiert. Jeweils ein Babyelefant zwischen zwei Musikerinnen bzw. Musikern. Das hätte einen fulminanten Lärm ergeben. Der Babyelefantenabstand, also mindestens ein Meter nach links, rechts, vorne und hinten, wurde im Laufe der Monate durch einen ausgewachsenen Kuhabstand ersetzt. Also mindestens zwei Meter. Es gab keine Ausrückungen mit ausgewachsenen Kühen zwischen den Musikanten, auch keine Gruppen oder Marschproben. Noch immer das große KZ, das verordnete Schweigen. Bald schon seien die ersten Menschen mit verdeckten Gesichtern aufgetaucht. Man kannte das ja von den Touristen aus dem fernen Osten, die immer ein wenig belächelten Maskenmenschen mit den seltsamen Tüchern vor Mund und Nase. Aber das waren jetzt keine Fernostreisenden. Das waren Salzburger wie du und ich, wenn wir damals gelebt hätten, werden sie in 50 Jahren sagen. Elefanten bzw. ausgewachsene Kühe im Probenraum und auf der Straße und musizieren mit Masken vorm Gesicht. Wobei FFP2 nicht fortissimo und dann gleich wieder Piano bei den zweiten Trompeten bedeutet hat. Kurzum, das alles dürfte irgendwie nicht funktioniert haben. Es soll in diesen Wochen und Monaten, anno 2020, viel mehr von Klopapier als von Notenpapier die Rede gewesen sein. Und trotzdem, heißt es, haben sich Musikbegeisterte, mit oder ohne Masken im Gesicht, ans Werk gemacht und zu komponieren begonnen. Falls es irgendwann weitergehen sollte, weil es irgendwann weitergehen musste, dass es ganz neue Musik gäbe, fürs Ausrücken der Kapellen. »21 neue Straßenmärsche« wurden beim Salzburger Blasmusikverband für den ausgeschriebenen Kompositionswettbewerb eingereicht. Die fachkundige Jury konnte 5 Siegerkompositionen küren. Der 5. Platz ging an Ernst Buchebner für seinen Marsch »Unsere Kameradschaft«. Den 4. Platz belegte Christian Berchtaler mit seinem Marsch Salzburger Defiliermarsch. Und mit dem Marsch Montana Spirit erreichte Sepp Gruber den 3. Platz. Helmut Pertl und Eduard Koch komponierten einen Marsch mit dem Titel Glaube, Liebe, Musiziere und holten sich somit den 2. Platz. Der 1. Platz ging an den 29-jährigen Jakob Gruchmann aus Hallwang mit seinem Bürgerparademarsch. Herzliche Gratulation! Ein Dank geht an alle Komponisten und Musiker, die an dem Wettbewerb teilgenommen haben. Musik in Bewegung erklingt nun nicht nur mit altbekannten, sondern auch mit neuen Klängen. Die neuen Kompositionen bereichern das Repertoire der Straßenmusik und warten nur darauf, von den Musikkapellen gespielt zu werden. Apropos Musik in Bewegung.
Das Kommando Musikkapelle fertig machen zum Antreten wird man künftig von 7 neuen Absolventinnen und 28 Absolventen des Stabführer-Intensivkurses hören. Trotz vieler Einschränkungen konnte die Ausbildung durchgeführt werden, unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsvorschriften, versteht sich. Nach der Theorieprüfung trainierte man intensiv das Antreten, Abmarschieren, Halten, Abfallen und die große Wende. Unter den 35 Absolventen gab es auch 16 Auszeichnungen. Herzliche Gratulation an alle Stabführerinnen und Stabführer. Ein Dank geht an alle Bezirksstabführer, den Landesstabführer Bertel Steiner und seine Stellvertreter Sepp Winkler und Rupert Lackner für ihre hervorragende Arbeit. Diese Geschichte, die einem keiner glauben wird später einmal. Der große Lockdown anno 2020, 2021. Für die Stabführer hieß das Stockdown. Runter mit dem Dirigentenstöckchen. Und Stille. Kein Hockdown. Hockt euch zusammen nach der Probe. Eine merkwürdige, bedenkliche, ja gespenstische Zeit damals. Ein echter Schockdown, der die Menschen lähmte und die Musik verstummen ließ. Das meistverwendete Wort in jenen Tagen, Wochen und Monaten, wird man erzählen, sei das Wort abgesagt gewesen. Konzertwertungen abgesagt. Landeswettbewerb Musik in kleinen Gruppen abgesagt. Kapellmeister-Schnupperkurs abgesagt. Frühlingskonzerte abgesagt. Woodstock der Blasmusik abgesagt. Bezirksmusikfest abgesagt. Abgesagt und verschoben. Und dann erst recht das Verschobene abgesagt. Manchmal, wenn auch das Verschieben nicht mehr half, konnte man jetzt lesen, wird online gestellt oder wird gestreamt. Früher strömte die Musik, jetzt streamte sie, wenigstens das. Und in Videokonferenzen konnte man einander dann und wann sehen, ohne Masken. Auf der Straße sollen sich, ja, wird man erzählen, die Menschen manchmal gar nicht erkannt haben. Ich bin's, die Klarinette, und du, das zweite Flügelhorn. Dazu kam diese Sprachverwirrung. Aus allgemein geschätzten Wörtern wurden bedrohliche Wörter. Positiv, um Gottes Willen. Negativ, Gott sei Dank. Negativ, das war die Frohbotschaft auf einmal. Das Negativ nach dem Nasenstochern wurde fast wichtiger als das Positiv beim Musiktest. Und doch, es gab sie, die Prüfungen, die Begutachtungen nach Klang und Rhythmus, Musikalität und Engagement, die Auszeichnungen. Da hieß es dann ohne schlechtes Gewissen, den Stabführerkurs positiv absolviert, das Leistungsabzeichen in Gold erworben. Es ist einiges Positive geschehen damals. Und das ist ja keineswegs negativ oder so ähnlich. Äußerst positiv ist, dass Salzburg nun neue Kapellmeisterinnen und Kapellmeister hat. Ricarda Fleiß von der Kameradschaftsmusik Bad Hofgastein, Rupert Gruber von der Kameradschaftsmusik Bad Hofgastein und Theresa Planitzer von der Bürgermusik Tamsweg konnten bereits ihre Prüfung ablegen. Herzliche Gratulation! Die Prüfungen von Gerhard Blieben von der Trachtenmusikkapelle Hüttauer, Florian Pacher von der Trachtenmusikkapelle Hüttschlag und Sebastian Tribuser von der Musikkapelle Leogang mussten leider aktuell aufgeschoben werden. Diese werden aber erstmöglichst nachgeholt. Wir wünschen schon mal alles Gute für die Abschlussprüfung. Aktuell befinden sich 22 Musikerinnen und Musiker im dreijährigen Kapellmeisterkurs. Für Nachwuchs ist also gesorgt. Des Weiteren absolvieren gerade 8 Kapellmeister den berufsbegleitenden Universitätslehrgang für Blasorchesterleitung bei Martin Fuchsberger am Mozarteum. Außerdem nehmen 5 Kapellmeisterinnen und Kapellmeister aktuell am Dirigentencoaching teil.
Das Leistungsabzeichen in Gold ist die höchste nicht-akademische Auszeichnung und gilt als Symbol für besonderen musikalischen Fleiß. 36 junge Musikerinnen und Musiker haben diese Prüfung im Jahr 2020 erfolgreich abgelegt. Insgesamt haben 545 Schülerinnen und Schüler das Leistungsabzeichen in Junior, Bronze, Silber oder Gold am Musikum absolviert. Dafür mussten sie sich nicht nur in Musikkunde beweisen, sondern auch Tonleiter vorspielen und unterschiedliche Literatur lernen. Herzliche Gratulation an alle Absolventinnen und Absolventen und danke auch an alle Eltern, Musiklehrer und Musiklehrerinnen, die sie auf diesem Weg unterstützt haben. Wir dürfen nun Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer um seine Grußbotschaft bitten. Sehr geehrter Landeshauptmann, lieber Heuss, meine Damen und Herren der Generalversammlung des Salzburger Landesblasmusikverbandes, herzliche Grüße zur heutigen Generalversammlung, die leider digital stattfinden muss. Ein merkwürdiges Format für eine Vereinigung, die auf Nähe, auf Hören, aufeinander spüren aufgebaut ist. Ich hoffe, es ist die letzte Generalversammlung, die in dieser Form so stattfinden muss. Ich möchte zunächst mich bedanken bei allen, die bereit sind, Funktionen im Vorstand des Landesblasmusikverbandes einzunehmen, beim Obmann Heuss-Rieger als allerersten natürlich, aber auch bei allen anderen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man diese ehrenamtliche Tätigkeit auf sich nimmt, neben allem, was man sonst zu tun hat. Und sie sind sozusagen der Kitt dafür, dass der Landesblasmusikverband und die Blasmusik sich in unserem Land mit den wunderbaren Kapellen sich auch entsprechend weiterentwickeln kann. Ich wünsche Ihnen heute gute Beschlüsse, starkes Durchhaltevermögen. Die Pandemie dauert schon allzu lange, über ein Jahr mittlerweile. Wo geht die Reise hin? Ich kann es Ihnen momentan nicht sehr präzise sagen. Ich gehe davon aus, dass gegen Sommer hin doch die entscheidenden Erleichterungen kommen werden können, dass wieder geprobt werden kann, dass man wieder öffentlich auftreten kann. Warum? Weil einerseits die Jahreszeit in unsere Karten spielt. So ab April, sagen alle Virologen, zieht sich das Virus zurück. Auf der anderen Seite haben wir den Fortschritt beim Testen, haben wir große Fortschritte auch beim Impfen. Und wenn wir diese Monate jetzt noch durchhalten, dann können wir, davon bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, mit Sommer, Herbst wieder voll durchstarten. Herzlichen Glückwunsch an alle, die eine Ausbildung gemacht haben, egal ob Stabführer, Kapellmeister oder das Leistungsabzeichen in Gold. Das sind schon riesige Qualitätsansprüche, die Sie da erreicht haben. Da kann ich nur sagen, Hut ab, Chapeau, gratuliere. Die Qualität, das ist etwas, wofür die Blasmusik in Salzburg steht. Und ich möchte mich speziell bei allen bedanken, die in der Jugendarbeit tätig sind. Das ist jetzt umso wichtiger. Wir sehen ja, bei den jungen Leuten hat die Pandemie auch sehr viele soziale und psychische Probleme hinterlassen. Die Vereinsamung, Jugend definiert sich ja sehr stark auch über andere Menschen. Und da leistet die Blasmusik und die Blasmusikkapellen das gemeinsame Üben und Proben und die gemeinsame Auftritte eine sehr, sehr positive Arbeit. Vielen, vielen Dank dafür. Sie tun hier etwas für unsere Gesellschaft sehr Wertvolles. So wünsche ich der Generalversammlung des Salzburger Landesblasmusikverbandes heuer und heute allen erdenklichen Erfolg, gute Beschlüsse, ein gutes Miteinander und bleibt gesund. Auf einmal hieß es, hurra, Feind besiegt, das Virus hat sich aus dem Staub gemacht. Das Leben geht weiter, ran an die Instrumente, Notenblätter aufgelegt, 1, 2, 3, 4, herrlich. Das soll aber bloß ein paar Monate gut gegangen sein, ein paar Sommerwochen lang. Wird man erzählen, in 50 Jahren oder so. Gerade noch dieser Jubel, die Freude wieder, gemeinsam proben,
gemeinsam auftreten, gemeinsam Menschen erfreuen zu dürfen. Und dann der nächste Prankenhieb dieses wild gewordenen, vollkommen unmusikalischen Gegners. Noch gnadenloser als zuvor. Stockdown, Schockdown, Achtung, gemeinsames Musizieren kann die Gesundheit gefährden. Absagen, verschieben, verschobenes Absagen, das zermürbte die Menschen. Und einige von ihnen, heißt es, gingen verloren auf ihrem Weg durch diese verwirrende Zeit. Manch einer ließ seine Trompete Trompete sein. Manch eine packte ihre Querflöte nicht mehr aus. Wozu auch? Die Lippen des einen oder anderen Tubisten verhärteten. Posaunistinnen ölten nicht mehr die Züge. Flügelhornistinnen nicht mehr die Ventile ihrer Instrumente. Alleine für sich üben, naja, eine Zeit lang. Die Musik trocknete aus, das Leben trocknete aus. Aus allen Kanälen der analogen und digitalen, sozialen und sonstigen Medien waren statt Klänge nur mehr Zahlen zu hören. Inzidenz, Reproduktionsfaktor, steigende, fallende, wieder steigende Infektionszahlen. Aus Menschen wurden Nummern, Menschen wurden kategorisiert. Vulnerable, 80 plus, 0 bis 16, die über 65-Jährigen, die breite Masse, die Wichtigen und die Unwichtigen. Künstler, so schien es, gehörten zu den Unwichtigen. Statt Probenplänen bestimmten Test- und Impfpläne das Denken der Menschheit damals, vor 50 Jahren. Kapellmeister wurden Covid-Beauftragte. Statt des Defiliermarsches erklang der Desinfiziermarsch, ganz ohne Musik, für lange, für immer. Die Liebe zur Musik aber, zur richtigen, zur gemeinsam gespielten, ließ sich nicht aus den Herzen der Musikantinnen und Musikanten löschen. Die Sehnsucht wuchs und wuchs, trotz allem. Und dann gesellte sich die Hoffnung dazu, die Zuversicht, die Freude, die unbändige Lust, endlich wieder Musik machen, gemeinsam, Schulter an Schulter, Ohr an Ohr. Seid ihr auch wieder dabei, wenn es losgeht? Wir freuen uns auf euch. Hört ihr, Freunde? Wir freuen uns. Lieber Walter, ich spüre sie auch. Die Herzen der Musikerinnen und Musiker. Ihre Sehnsucht, ihre Hoffnung, ihre Liebe zur Musik, von der du sprichst. Und wenn ich jetzt genau hinhöre, dann höre ich, ja, wann geht's denn an? Egal, wir sind auf jeden Fall mit dabei. Zurück ins Vereinswesen. Für das, was an Herausforderungen auf uns wartet, müssen wir vereinstechnisch sehr gut aufgestellt sein. So kommen wir nun zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses, zur Entlastung des Finanzreferenten sowie des gesamten Vorstandes. All das findet heuer das erste Mal in unserer Geschichte online statt. Ich möchte mich im Namen des gesamten Vorstandes bei allen Vereinsfunktionärinnen, Vereinsfunktionären für die rege Beteiligung an der Online-Wahl herzlichst bedanken. Kurz zur Wahlkommission. Sie setzt sich zusammen aus Frau Dr. Lucia Luitold als Wahlleiterin, Frau Bertha Wagner und Hieronymus Bitschnau als Wahlhelfer. Wir danken Ihnen herzlichst für die Abwicklung und Kontrolle. Gleichzeitig darf ich nun Frau Dr. Lucia Luitold um die Bekanntgabe des Wahlergebnisses sowie um das Ergebnis der Kassa-Entlastung bitten. Lucia, herzlich willkommen. Vielen Dank, lieber Holz, für die Einladung in die Wahlkommission. Und natürlich mit großer Freude überbringe ich jetzt sozusagen das Ergebnis dieser Online-Wahl. Und im Namen unserer Wahlkommission darf ich einfach sagen, es haben knapp 74% der eingeladenen Stimmberechtigten mitgemacht. Das ist ein sensationelles Ergebnis. Genauso wie auch sozusagen
das Wahlergebnis der einzelnen Funktionen einfach grandios ist. Ich weiß nicht, ob es das sonst irgendwo noch einmal gibt. Die Zustimmung lag zwischen 97,7 und 100%. Also, lieber Hoes, du hast wirklich einen sensationellen Wahlerfolg mit deinem gesamten Team. Ich gratuliere dir und euch ganz herzlich und ich hoffe natürlich auf weitere gute Zusammenarbeit. Ich finde, wir kennen uns jetzt schon so lange und auch die letzten Perioden waren immer ein gutes, wertschätzendes, verlässliches Miteinander. Und ich wünsche dir, deinem Team und der Blasmusik auch für die nächsten Jahre alles, alles Gute, einfach weiter so. Danke, Lucia, danke für die Wahlleitung, danke für die netten Glückwünsche und ich freue mich auch, wie gesagt, weiterhin auf ein harmonisches Miteinander mit dem Forum Salzburger Volkskultur und Kultur im Allgemeinen bei uns im schönen Bundesland. Danke, wunderbar. Lucia. Der Vollständigkeit halber darf ich noch ergänzen, dass sozusagen der Kassier und auch der Vorstand einstimmig entlastet wurden. Also auch das hat ja online stattgefunden. Also es passt alles. Es sind die Weichen wirklich gut gestellt für die nächste Periode. Vielen Dank und alles Gute. Herzlichen Dank. Als neu gewählter Landeshauptmann der Salzburger Blasmusikkapellen darf ich mich bei euch allen, geschätzte Funktionärinnen, geschätzte Funktionäre, liebe Musikerinnen und Musiker, für das entgegengebrachte Vertrauen auf das Allerherzlichste bedanken. Es ist ein Vertrauensvotum, über das wir uns im neuen Vorstand außerordentlich freuen. Solch einen Zuspruch hat es in der Vergangenheit bei Neuwahlen noch nie gegeben. Das gibt uns wieder Energie und Kraft für die kommenden 3 Jahre. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es dem neuen Vorstand mit unserem neuen Team in der kommenden Funktionsperiode gelingen wird, viel zu bewegen und neue Ideen im Dienste unserer Salzburger Blasmusik umzusetzen. Ganz persönlich darf ich heute unserem neuen Landeskapellmeister Roman Gruber gratulieren. Ideengeber, Motivator, pflichtbewusst, konsequent und verlässlich. Mit diesen Stichwörtern sind die wichtigsten Eigenschaften unseres Geschäftsführers und Landeskapellmeisters Roman Gruber knapp umrissen. Der für unseren Verband und seine Entwicklung einen enormen Beitrag leistet. Wer Roman Gruber kennt oder wer sich durch seine Homepage klickt, der kann nur zu einem Schluss kommen. Dieser Mann lebt für die Blasmusik. Roman, wir wünschen dir viel Kraft und Ausdauer in deinem neuen Amt und freuen uns auf viele Akzente und Impulse und die Umsetzung deiner Ideen für unsere Salzburger Blasmusik. Erfreulich für mich ist zudem, dass wir mit unserer neuen Landesfinanzreferentin Bianca Schuller eine engagierte, tief in der Blasmusik verwurzelte Fachkraft mit den Stunden aus der Kapellmeisterfreistellung unser Team erweitern und mit der heutigen Wahl in ihrer Funktion bestätigen konnten. Bianca, herzliche Gratulation und viel Freude in deinem neuen Amt. Eine Generalversammlung mit Neuwahlen bringt meistens Veränderungen im Vorstand mit sich. Deshalb ist es uns heute eine große Ehre und Freude, unseren scheidenden Funktionären als Zeichen des Dankes und Anerkennung ihrer Verdienste für unser Blasmusikwesen in Form einer würdigen Auszeichnung zu gratulieren. Beginnen möchte ich mit meinen beiden langjährigen Stellvertretern, Peter Trattner und Hans Ebner. All ihre Funktionen, ihr gesamtes Engagement innerhalb des Verbandes jetzt zu erwähnen, das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Daher nur so viel: ihre beständige und konstruktive Mitarbeit, ihre zielgerichteten und vor allem auch praxisorientierten Vorschläge und Beiträge bei den Vorstandssitzungen bildeten die Grundlage zahlreicher Neuerungen und Verbesserungen,
die uns allen zugute kamen. Und in gleicher Art und Weise darf ich für die beiden ehemaligen Landeskapellmeister-Stellvertreter Professor Josef Steinböck und Gernot Bracher festhalten. Ohne ihre großartige Unterstützung und Mitarbeit im Landeskapellmeister-Team hätten wir viele Projekte nicht realisieren können. Keine längeren Worte, das Präsidium des Österreichischen Blasmusikverbandes hat über Antrag des Salzburger Blasmusikverbandes in Würdigung ihrer großen Verdienste um die Salzburger und österreichische Blasmusik Herrn Peter Trattner, Johann Ebner, Gernot Bracher und Professor Josef Steinböck das Ehrenkreuz in Silber des Österreichischen Blasmusikverbandes verliehen. Herzliche Gratulation den Ausgezeichneten. Ebenso erfreulich ist, und das zeigt das harmonische Miteinander im Vorstand, dass Christian Hörbiger und Martin Ottino in die zweite Reihe zurückgetreten und uns im Landesverband mit ihrem Wissen und Können weiterhin zur Seite stehen. Im Namen des gesamten Vorstandes, aber auch persönlich, möchte ich mich bei den scheidenden Landeskapellmeister Christian Hörbiger auf das Allerherzlichste bedanken. Eine in seiner Art bescheidene, dennoch mit festen Grundsätzen und zielsicherer Planung sowie realistischem Blick ausgestattete Persönlichkeit legt aus beruflichen Gründen das Amt des Landeskapellmeisters zurück. Der allseits geachtete Pädagoge, ausgezeichnete Musiker, umsichtige Kapellmeister und ideenreicher Initiator zahlreicher Neuerungen von bleibendem Wert hinterlässt nicht nur in Salzburg deutlich musikalische Spuren. Sein objektives, wohl ausgewogenes Fachurteil als Juror und Juryvorsitzender bei Konzert- und Marschwertungen war weit über das Land Salzburg hinaus hochgeschätzt. Christian, herzlichen Dank für alles. Besonders hervorheben möchte ich zudem das jahrzehntelange Engagement von Martin Ottino, einem Vorzeigefunktionär von 1987 bis heute. Was ist ihm in seinen Funktionen wichtig? Ich zitiere: Ein langer Atem, Beharrlichkeit, Zielstrebigkeit. Trotzdem darf man eine gewisse Lockerheit nie verlieren, ist sich der jahrzehntelange Kapellmeister sicher. Martin, danke für deine vorbildliche, gewissenhafte Arbeit. Bei den Funktionären Christian Hörbiger und Martin Ottino dürfen wir heute zur Verleihung des Ehrenkreuzes in Gold des Österreichischen Blasmusikverbandes auf das Allerherzlichste gratulieren.
Wir dürfen nun unseren Präsidenten des Österreichischen Blasmusikverbandes, Erich Riegler, um seine Grußbotschaft bitten. Geschätzte Teilnehmer an der Generalversammlung, liebe Musikerkolleginnen und Kollegen, ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. So darf ich in dieser Form die Grüße des Österreichischen Blasmusikverbandes übermitteln. Nur sehr bedingt waren im letzten Jahr im Sommer, im Frühherbst Möglichkeiten für die Blasmusik gegeben, um dann wieder im Stillstand zu münden. Nur im Internet, in den sozialen Medien gab es und gibt es viele kreative Aktivitäten, die aber unser Kulturleben nicht ersetzen können. Vielfach hört man die Befürchtung, dass die Mitglieder nach der Krise nicht mehr zurück in die Vereine kommen werden. Das mag vereinzelt zutreffen, aber ich bin sehr optimistisch, denn die Menschen sehnen sich nach den früheren Möglichkeiten zurück. Und die beiden Hauptgründe, warum man Blasmusikerin, Blasmusiker ist, die Gemeinschaft und das gemeinsame Musizieren, sind sehr starke Motivatoren, wie auch die Vereinsverantwortlichen als positive Verstärker wirken. Solange vorhanden, bitte ich alle, sich an die Einschränkungsmaßnahmen zu halten. Es gibt keine Schlupflöcher zu suchen, aber wir Blasmusiker, wir schaffen das. Der Salzburger Blasmusikverband wie der ÖPV hat die Zeit genutzt, um mit Internetschulungen die Mitglieder zu versorgen. Gute Angebote gibt es nach wie vor. Ich danke dem Team des Salzburger Blasmusikverbandes für die ausgezeichnete Arbeit, für ihre Musikkapellen und damit auch für die österreichische Blasmusik. Stellvertretend danke ich Landesobmann Horst Rieger und dem ausscheidenden Landeskapellmeister Christian Hörbiger. Herzlich willkommen dem Nachfolger Roman Gruber. Alles Gute dafür. Und ich freue mich seitens des Österreichischen Blasmusikverbandes auf eine weiterhin gute und produktive Zusammenarbeit mit dem Salzburger Blasmusikverband. Auch einen herzlichen Dank an alle in der Blasmusik Tätigen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Eine Hauptaufgabe des ÖBV war und ist die Information aller 2164 österreichischen Musikkapellen über die jeweils aktuelle Verordnungslage und die damit verbundenen Möglichkeiten für blasmusikalische Aktivitäten. Daneben versuchen wir ständig, die Interessen der Blasmusik bei allen Verantwortlichen der Bundes- und der Landespolitik zu vertreten, sodass ein stufenweises Hochfahren der Blasmusik erfolgen kann. Wir brauchen unbedingt praxistaugliche, realistische, umsetzbare Vorgaben. Die Blasmusik darf nicht hinten bleiben und muss verhältnismäßig behandelt werden. Mitte März wurden uns vorbehaltlich der Entwicklung Öffnungsschritte in der Kultur für Mitte April versprochen, wobei für uns das bereits parallel zu zur genannten Hochkultur erfolgen soll. Der ÖBV wird das nachdrücklich weiterverfolgen und vertreten. Zur Unterstützung der finanziellen Lage der Musikvereine erinnere ich an den NPO-Fonds. Die Anträge für Quartal 4 2020 können nun bis Ende Mai 2021 gestellt werden. Informationen dazu bereiten wir unter wiki.blasmusik.at auf. Das Jahr 2021 ist für den ÖBV auch ein Jubiläumsjahr. Wir haben das 70-jährige Bestehen geplant und hoffen, dass einiges durchführbar ist. Unter anderem eine Show Musik in Bewegung in Bischofshofen mit Teilnehmern aus allen Bundesländern und den Partnerverbänden Südtirol und Liechtenstein. Unter dem Motto Wir sind Blasmusik begehen wir österreichweit am 2. Mai einen Tag der Blasmusik. Wenn es geht, sollen die Musikkapellen in den Orten präsent sein, wenn auch nur als kleine Musikgruppe beispielsweise am Ortsplatz oder in Form von Balkonkonzerten oder im Internet, wenn es nicht anders gehen sollte. Aber zeigen wir, die Blasmusik lebt. Seitens des ÖBV sorgen wir für Öffentlichkeitsarbeit. In allen Bundesländern, Radioprogrammen steht schon die Messe von 10 bis 11 Uhr im Zeichen der Blasmusik. Danach gibt es einen blasmusikalischen Frühschoppen. Unter allen möglichen kreativen Ideen für diesen Tag sollte der gemeinsame Punkt darin bestehen, dass 5 Minuten vor den Mittagsglocken österreichweit der Marsch O du mein Österreich erklingt. Wir werden dafür noch Informationsmaterial ausschicken, einschließlich einer Kurzchronik des Österreichischen Blasmusikverbandes. Nutzt diesen Tag vor allem auch, um der eigenen Bevölkerung zu zeigen, dass die Blasmusik wieder da ist. Bitte um Anmeldung eurer Ideen und Aktivitäten unter 2021.blasmusik.at. Es gibt auch Preise. Gesund bleiben und alles Gute der Salzburger Blasmusik. Das werden die ja doch nicht glauben später
in 50 Jahren oder so, dass sich dieser stille Horror ohne Kunst, ohne Musik, ohne Blasmusik über ein ganzes Jahr hingezogen hat. Ein Jahr und länger, mit viel zu kurzen Verschnaufpausen dazwischen. Ein Platzkonzert hier, das eine oder andere genehmigte Musikfest da. Lichter am Ende des Tunnels wurden verheißen und dann doch wieder ausgeknipst. Es wurde gelockert und verschärft, gelockert und verschärft. Und da soll man nicht die Hoffnung verlieren. Blasmusikanten sind ja auch nur Menschen. Wunderbare Menschen, sage ich, der ich keiner von euch bin, bloß ein Bewunderer, ein Verehrer. Wer die Musik nicht liebt, ist kein Mensch. Wer die Musik liebt, ist ein halber Mensch. Wer die Musik ausübt, ist ein ganzer Mensch. Johann Wolfgang von Goethe. Intensiv war auch so ein gefährliches Wort geworden. Intensivstation statt Intensivproben. Und dann gesellten sich zum gnadenlosen Virus namens Covid-19 noch die gnadenloseren Mutanten dazu. Aus England, Südafrika, Brasilien. Mutanten. Aber die Musikantinnen und Musikanten ließen sich ihre Sehnsucht nicht mehr nehmen. Mut tanken gegen die Mutanten. Musikanten tanken Mut gegen die degutanten Mutanten. Degutant heißt widerlich. Und das waren sie auch. Wenn ihr euch schon nicht umarmen dürft, Freunde, lasst euch von Musik umarmen. Hört euch die CDs an, die viele Musikkapellen in den guten Zeiten produziert haben, eure eigenen vor allem. Holt euch die Begeisterung in den Alltag zurück. Blättert in den Fotoalben, analog oder digital, eurer Vereine. Schaut euch das an, wie herzlich ihr gelacht habt nach einem Auftritt, bei einer Musikantenreise, beim Vereinsfest, beim Hockdown, beim Zusammenhocken. Tankt Mut. Die Viren sind gefinkelt, ihr aber seid kreativ. Viren sind herzlos, ihr aber habt ein großes Herz. Sonst wärt ihr nicht Musikanten in einer Musikkapelle geworden. Erstaunlich wird man sich erzählen in 50 Jahren, die haben wirklich nicht aufgegeben. Die haben sich nicht von der Musik abbringen lassen in dieser schweren Zeit. Haben die Regeln eingehalten und weitergemacht. Anfangs noch mit den Elefanten und ausgewachsenen Kühen, neben und zwischen sich, mit dem Desinfiziermarsch vor dem Defiliermarsch, mit Test- und Impfplänen neben den Proben- und Ausrückungsplänen. Aber sie haben weitergemacht. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum, hat ein berühmter Philosoph geschrieben. Ohne Gemeinschaft wäre das Leben ein Irrtum. Ohne gemeinsam gespielter Musik ein ganz großer Irrtum. Weiter geht's, fortissimo, con anima und voller Schwung im Walzertakt, im Marschrhythmus, zur Ehre Gottes oder zum puren Vergnügen. Es lebe die Blasmusik. In diesem Grande Finale übernehme ich jetzt im Fortissimo und danke. Noch einmal im Pio Mosso und Pomposo allen Mitwirkenden. Walter Müller, Carina Eppenschwantner, Dr. Lucia Luitold, dem Redaktionsteam Bianca Schuller und Roman Gruber sowie für die technische Betreuung und professionelle Übertragung aus dem Oval im Europark mit Rupert Pichler und seinem Pan-Sound-Team. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Es lebe die Blasmusik. Tja, was soll ich da noch darauf sagen? Wir brauchen die Musik. Sie tröstet uns, sie fördert uns und sie stärkt uns. Nach mehr als 365 Tagen Ausnahmezustand sehnen wir uns nach menschlicher Normalität. Nach unserem Menschsein, nach Kunst, Kultur und nach kreativem Miteinander. Die Blasmusik muss endlich wieder leben. Sie muss wieder erklingen, sie muss wieder hör- und spürbar werden. Ich versichere euch, wir werden im Salzburger Blasmusikverband alles tun, was in unserer Macht steht, um dieses Ziel zu erreichen.
im Dienste des Verbands, im Dienste der Gesellschaft, im Dienste der Musik. Con forza, mit vereinter und ganzer Kraft. Blasmusik lebt! Ja! Blasmusik lebt in Rallingstein! Blasmusik lebt in Hochfeld! Blasmusik lebt in Bad Gastein! Blasmusik lebt in Werfen! Blasmusik lebt in der Kapellmeisterin der Trachtenmusikkapelle Leopoldskron-Moos. Blasmusik lebt vor allem bei den Stabführern. Blasmusik lebt in der Kirchenmusik. Blasmusik lebt in der Jugend. Die Blasmusik am Dürnberg lebt und der Kapellmeister lebt auch noch. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Nicht aufgeben. Wann bist du auf das erste Mal geguckt? 1949. Und Peter, und du? 1948. Da kannst du wohl sagen, Blasmusik lebt. Oder was sagst du, Ludwig? Somit verabschieden wir uns gemeinsam von einem besonderen Jahrtag in einer besonderen Zeit. Wir bedanken uns fürs Einschalten und freuen uns schon auf ein Wiedersehen. Pfiat euch und bleibt gesund. Musik ist für mich eines der allerschönsten Hobbys, die man so privat ausüben kann. Das ist harte Probenarbeit, das ist sehr viel Begeisterung von jedem. Und das merkt man, das spürt man natürlich. Wir können von den Jungen lernen und umgekehrt natürlich auch. Bevor man auf die Bühne geht, man ist nervös, man macht sich Gedanken. Es sind so viele Leute, man weiß vorher, da sind 5000 Leute im Publikum. Jedes Konzert ist ein Höhepunkt. Jeder Akkord, der schön klingt, ist eigentlich ein Höhepunkt. Ja. Und der Taktstock ist in der Höhe und dann pulsiert immer noch das Herz. Und du gehst runter und du kriegst ein Lächeln im Gesicht. Dann ist es Emotion pur. Momente, die was dir wirklich Spaß machen, und dann hat es dir wieder Ferien, kann man sagen. Es erfüllt uns schon mit Stolz, dass man da dabei sein kann bei so einem großen Ereignis. Und sobald man da rausgeht, hinter der Bühne Ferien kommt, ist es einfach nur nur mit Fleiß und mit Üben erreicht man was, aber schlussendlich hat jeder damit eine riesengroße Freude. Und wenn es einer Freude macht, dann fragt man im Nachhinein nicht, wie viel hat man geübt und wie viel Arbeit das ist. Du hast vorher, wenn du auf der Bühne bist oder wenn du im Konzertsaal sitzt, du hast eine Anspannung und eine Körperspannung. Und dann geht der Dirigent, geht der Kapellmeister mit dem Stab runter. Und da spürst du die Freude, die ganze Energie, wie das ganze Orchester zusammenarbeitet. Das Lächeln, das ist auf einmal im Gesicht kriegt.